Hallo, mein Name ist Steve Pierce und ich möchte dir heute alles über das Thema Zungenpiercings erklären. Und zwar grundsätzlich alles, was du beachten musst, die Pflege, über so Unterschiede und alles, was du zu dem Thema wissen musst. Schau dir das Video ganz genau an und dann bist du top informiert. Zunächst einmal natürlich ein kleiner rechtlicher Hinweis. Wir machen hier keine medizinische Beratung, sondern lediglich eine grundsätzliche Beratung über das Thema und eine Aufklärung. So, jetzt habe ich mir natürlich ein paar Notizen aufgeschrieben, weil ich habe so viele Fragen zusammengetragen, die uns eigentlich jeden Tag zu dem Thema Zungenpiercing erreichen. Das kann ich mir gar nicht alles merken. Deswegen habe ich mir eine kleine Liste gemacht. Ich möchte auch gleich direkt mit dem ersten Thema anfangen und zwar mit einer Frage, die ganz, ganz häufig kommt und über die ich immer ein bisschen schmunzeln muss. Und zwar ein gern gesprochener Mythos von vielen besorgten Eltern zum Thema Geschmacksnerven verlieren. Das ist ein Thema, was wir ganz, ganz oft haben. Kann ich beim Zungenpiercing meine Geschmacksnerven verlieren? Also zunächst mal muss ich sagen, ich hatte 6 Stück. Ich kann da sehr gut drüber sprechen. Dieser Mythos ist so nicht ganz richtig. Wieso? Grundsätzlich, Geschmacksnerven sind diese kleinen Papillen auf der Zunge. Müsst ihr euch vorstellen, diese kleinen Knospen, die tun manchmal weh, wenn die entzündet sind. Das sind sogenannte Geschmackspapillen. Davon haben wir mehrere Regionen, süß, sauer, salzig und bitter. Und der Körper erneuert diese Zonen automatisch alle 9 bis 12 Stunden. Werden diese Knospen automatisch, die werden mit dem Speichel einfach runtergeschluckt und der Körper bildet neue. Da haben wir viele, viele Tausende auf der Zunge und das sind die Geschmacksknospen. Und diese zu verlieren mit einem Zungenpiercing ist nicht ganz möglich. Woher dieser Mythos kommt, ist leicht erklärt. Grundsätzlich stellt euch vor, diese Papillen müsst ihr euch vorstellen wie ein Pilz. Oben der Kopf ist die Geschmacksknospe, unten laufen kleine Nervenenden zusammen, die sind eine Wurzel. Und diese Nerven bündeln sich und laufen rechts und links der Zunge unten dann quasi zusammen. Wenn man diese nicht sticht, da muss schon sehr, 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 sehr ganz viel falsch laufen, passiert da gar nichts. Also ich kenne Leute, die haben sich fast die Zunge beim Autounfall abgebissen und die schmecken auch noch. Also dieser Mythos, den möchte ich bitte, lass den weg. Das ist so gut wie unmöglich. Ne? Dahingehend Quatsch. So. Was auch sehr häufig gefragt wird natürlich, darf ich mit meinem Zungenpiercing denn danach rauchen? Ich als ehemaliger Raucher und inzwischen bekennender Nichtraucher muss sagen, natürlich nein. Verhindern können wir es nicht, ich kann es euch nicht verbieten. Ihr seid selber hoffentlich die meisten von euch groß genug. Rauchen sind halt natürlich Schadstoffe und eine frische Wunde und Schadstoffe mögen sich nicht so besonders gut. Deswegen natürlich abzuraten, mindestens eigentlich am besten 2 bis 4 Wochen wird ein guter Raucher natürlich nicht aushalten. Was ihr draus macht, ist eure Sache. Wundert euch allerdings nicht beim Rauchen. Wenn ihr raucht, kommen gerne unten solche leichter gelblicher Schleim raus. Das sind dann Absonderungen von dem ganzen Nikotin, was sich da in der Wunde absondert. Das scheidet der Körper aus, ist wie ein Wundsekret und das ist dann sehr häufig. Und natürlich kann es entzünden. Ja, das ist immer auch schon das Thema gelbe Zeug, was da gerne rauskommt. Das ist normales Wundsekret. Solange die Zunge nicht komplett dick, rot, warm ist und richtig wehtut und dann gelbes Zeug kommt, dann wäre es Eiter. Ansonsten ist das Ganze nur Wundsekret. Wichtig ist immer, ihr müsst euch keine Sorgen machen, solange euer Piercing, das betrifft jedes Piercing, nicht dick, rot, warm ist und wehtut, ist alles gut. Ja, nur ein bisschen dick ist bei der Zunge normal und so weiter. Grundsätzlich kann man der Faustregel sagen, nach dem Stechen, es gibt weniger, schwillt es nicht an, im Regelfall schwillt es an. So die ersten 3 Tage ist eigentlich immer grundsätzlich dick, da kann man auch nichts dagegen tun. Gewöhnt euch dann nur beim Essen an dieses schöne, bekannte, das ist dann meistens so diese, wenn man nach hinten schiebt das Essen oder dann essen möchte, das ist dann nach 3 Tagen schwillt das langsam ab. So die erste Woche morgens nach dem Aufstehen immer noch ein bisschen geschwollen und wird jeden im Laufe des Tages ein bisschen weniger. Wenn ihr dann viel reden müsst, schwillt es abends ein bisschen an, aber nach einer Woche ist soweit eigentlich die Primärheilung, die erste Phase abgeschlossen. Wichtig aber auch hier, jedes Piercing braucht ein halbes bis ein Jahr, bis medizinisch komplett verheilt ist. Auch wenn ihr nach einer Woche nichts mehr merkt, der Stichkanal innen drinnen ist noch nicht verheilt. Zunge ist jetzt eine kleine Ausnahme. Schleimhäute heilen da sehr, 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 sehr schnell. Ja, im Regelfall, sage ich mal, nach 2, 3 Monaten ist das Thema einfach durch. Aber trotzdem ist es nach einer Woche nicht verheilt. Ganz wichtig. Dann kommen wir zum Thema Ersteinsatz. Also hier streiten sich so ein bisschen die Geister. Wir machen grundsätzlich, außer bei Leuten, die eine sehr dicke Zunge haben, meistens einen 18 mm Stecker. Der Standard-Zungenstecker ist 1,6 mm dick und 18er machen wir, weil diesen Stecker kann man immer drin lassen. Den muss man also nach mehreren Wochen nicht kürzen. Ich habe diese Stecker, 18er bis auf den vorderen, heute nach über 25 Jahren immer noch drin. Man hat jemand eine sehr dicke Zunge, gibt es, da machen wir auch mal so einen 20er. Manche Studios machen generell 20er oder 22er oder 21er Stecker rein und wechseln dann, sagen den Leuten, nach mehreren Wochen könnt ihr wechseln. Da ist ein ganz wichtiges Problem.
Bitte macht die Stecker nicht zu kurz. Ich sage immer, das Kürzeste, was wir reinmachen sollten, wären 16 mm. Warum? Die Leute kommen immer ganz gern zu uns und sagen, guck mal, der ist voll lang und drücken unten dagegen. Natürlich ist der Stecker dann lang. Die Leute vergessen aber eines. Wenn ich die Zunge rausstrecke und dagegen drücke, ist die Zunge dünn. Die Leute vergessen aber, wenn ich die Zunge im Mund drin habe, ist die Zunge nicht dünn, sondern die wird bis aufs Dreifache dick. So sitzt die Zunge in meinem Mundbereich. Und ist der Stecker zu kurz, kann die Kugel sich oben oder unten reinziehen. Und das haben wir auch schon gehabt. Und dann durften wir Stecker rausschneiden, weil die Leute einen Zungenstecker reingemacht haben. Und natürlich immer, wenn die Zunge im Mund war, die Kugel in den Stichkanal gerutscht ist. Grundregel, solange ihr eine Mulde oben habt, eine Kuhle, wo die Kugel sich reindrückt beim Rausstrecken, wenn diese Kuhle noch ist, ist der Stecker zu kurz, beziehungsweise die Zunge noch geschwollen. Ja, meine Faustregel, nicht kürzer als 16 mm. Ja, ich mache einen 18er, den kann man drin lassen, wenn es nicht stört, lasst ihn am besten drin. Was auch sehr häufig kommt, ich habe Wildfleisch. Dieses Wort, das mag ich sowieso ganz gar nicht. Das ist tatsächlich grundsätzlich, bei jedem Piercing möchte der Körper eine Art Schutzfunktion bilden. Das ist bei einem Standard-Piercing wie eine Art Hornhaut um den Stichkanal und damit möchte der Körper das Piercing auf gut Deutsch schützen vom Einreißen, sage ich jetzt ganz vereinfacht. Deswegen bildet der Körper eine Hornhaut. Und beim Ohr kommen die Leute immer, guck mal, da wächst Wildfleisch drum. Bitte streicht dieses Wort. Ich weiß nicht, welcher Fachidiot dieses Wort ins Internet gesetzt hat. Wildfleisch ist ein Keloid. Ein Keloid geht niemals alleine weg und muss weggeschnitten werden. Bei Ohren sind es meistens so Wundwasserbläschen. Bei der Zunge kann das tatsächlich manchmal so eine Art Wucherungsfleisch sein. Unten ist es meistens normal. Da kommt das ganz häufig, wie gesagt, durch das ist die Schutzfunktion, die ist normal. Wenn ihr den Zungenstecker unten anschaut, ist immer so eine kleine verhärtete Rand drumherum. Oben, wenn der Stecker zu kurz ist, kann das mal sein, dass der Körper tatsächlich wie eine Art Wucherung bildet. Habe ich in meiner ganzen Laufbahn vielleicht 3-4 Mal gesehen. Kann man entfernen, müsste man dann schneiden. Kann passieren, ist aber sehr selten. Ja. Was haben wir noch? Zu kurze Stecker habe ich Milchprodukte. Das ist natürlich zur Pflege, da komme ich gleich dazu. Auch eine häufige Frage ist natürlich, tut's weh? Also grundsätzlich kann diese Frage euch nie jemand beantworten, denn jeder hat ein anderes Schmerzempfinden. Ich sage immer aus Spaß, Männer sind meistens das schwächere Glied. Wir sind die, die meistens mehr leiden oder auch mal sterben. Stichwort Männerschnupfen. Grundsätzlich, ein Piercing ist eines der harmlosesten Piercings vom Stechen. Das Stechen selber ist eines der schmerzfreisten Piercings, die es gibt. Die Heilung ist unangenehm. Die erste Woche ist pfui, die ersten 2-3 Tage sind ein bisschen nervig. Ich werde ein bisschen mehr grantig, weil ich nicht reden kann und nicht essen kann. Aber Zungenpiercing, eines der harmlosesten Piercings. Auch die Frage oft, kann man es denn betäuben? Tatsächlich kann man das Zungenpiercing etwas betäuben, denn es ist ein Schleimhautpiercing oder gehört zu den im Mundbereich. Und auf Schleimhäuten gibt es Oberflächenanästhetikas. Bei anderen Piercings ist es meistens Quatsch. Bei Schleimhäuten ist es tendenziell möglich, mit einem Spray die Schleimhäute zu betäuben. Also ja, es ist möglich. Welche Arten gibt es? Also grundsätzlich natürlich das Standard-Zungenpiercing in der Mitte. Ne, es gibt auch, dass Leute rechts oder links haben. Die sind allerdings ein bisschen langwieriger in der Heilung und tun ein bisschen mehr weh. Denn die Zunge besteht aus 2 Muskeln. Und beim mittleren Zungenpiercing steche ich genau in die Mitte. Gehe ich seitlich durch, habe ich auch, steche ich durch den Muskel. Und das war für mich persönlich fast das Unangenehmere, diese Art Muskelkater, den ich die ersten Tage hatte, das tat tatsächlich fast weh, war wie ein Muskelkater. Und auch heute, wenn ich die nach 25 Jahren rausmache, den mittleren kann ich sehr lange draußen lassen, die äußeren rechts und links durch die Muskulatur, durch die Muskelkontraktion der Zunge sind meistens sehr schnell schon am Zuwachsen wieder. Dann gibt es natürlich den Scoop, der so durchgeht, der kann rauswachsen und es gibt das sogenannte Snake Eye von der Zungenspitze, das sind dann einfach vorne in der Zungenspitze quer durch, gibt es auch. Vom Reden ein bisschen nervig am Anfang, geht aber. Zähne, auch so ein gern gesprochenes Thema. Ja, ein Zungenpiercing kann die Zähne natürlich kaputt machen, wenn das Piercing ständig gegen die Zähne schlägt. Da kann ich mal, wenn ich rede, ich musste tatsächlich, ich hatte 6 Stück zu meiner Bestzeit, ich musste das Reden neu lernen. Denn so weit vorne wie mein Zungenpiercing ist, würde ich bei keinem Kunde stechen. Denn ich muss tatsächlich das Englischreden auch anders lernen. Ne? Das The bin ich am Anfang hängen geblieben. Deswegen musste ich ganz anders lernen, meine Wörter deutlicher zu formulieren. Und weil der aber so weit vorne ist, klatscht er natürlich auch ständig an meine Zähne. Deswegen ist hier eine gewisse Grundhygiene natürlich sehr wichtig. Denn wenn ich eh schon eine schlechte Mundhygiene habe und meinen Zahnschmelz noch ständig kaputt mache, besteht natürlich eher die Gefahr, den Zahn, die Zähne kaputt zu machen. Die Gefahr besteht. Ich habe meine 25 Jahre, toi, 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 weder jemals einen Zahn abgebrochen durch draufbeißen, noch habe ich
Keine Füllung, keine Blombe, meine Originalzähne, alles super top, aber das ist auch ein bisschen Genetik. Wer eh schon schlechte Zähne hat, ja, das kann passieren. Und vor allen Dingen, was sehr gerne passiert, das Zahnfleisch unten kann sich sehr gerne zurückbilden. Ne, das müsst ihr bitte beobachten und dann solltet ihr eigentlich, ja, einfach da wirklich Zahnpflege ist sehr wichtig und ein bisschen beobachten. Ab welchem Alter darf man piercen? Wir grundsätzlich stechen nicht unter 14 Jahren, aber grundsätzlich mit Einverständniserklärung natürlich ab 14 theoretisch möglich. Je älter, umso besser, 16, 18. Ne? Was habe ich noch auf meiner Liste? Zähne, Betäubung, habe ich Schmerzen? Ja, habe ich auch. Gut, dann kommen wir mal zum Thema Pflege. Grundsätzlich bei uns, jeder Kunde bekommt bei uns einen Pflegezettel. Ja, da steht nochmal alles ganz genau ausführlich drauf, wie man pflegen muss, was man beachten muss, wie sie eine Entzündung bemerkbar macht und so weiter. Und natürlich haben wir unsere Steve Pierce App. Die kann ich auch jedem empfehlen, runterzuladen. Gibt es im App Store und bei Google Play. Einfach nach Steve Pierce eingeben und dann findet ihr meine App und da habt ihr nach allen Piercings entsprechende Videos wie das hier. Könnt ihr uns auch immer schreiben, kontaktieren, wenn ihr Fragen habt per WhatsApp oder über die App. Ihr habt alle Informationen und alles gebündelt. So ganz wichtig, Pflege. Wir empfehlen im Regelfall, weil das am einfachsten verfügbar ist, ein ganz normales Listerin-Mundspülung. Diese 2 bis 3 Mal am Tag. Einfach pflegen, ganz wichtig, nicht zu oft. Denn ihr habt eine gewisse Mundflora. Und wenn ihr ständig am Spülen seid, kann es sein, dass ihr die Mundflora kaputt macht. Gerade wer viel raucht oder wer raucht, dann lieber mit klarem Mineralwasser ausspülen, anstatt ständig nach jeder Zigarette auszuspülen. Sonst macht ihr die Mundflora kaputt. Und es kann sein, dass das natürlich schädlich für die Wundheilung ist. Und die Mundflora hilft euch ja bei der Wundheilung. Macht man die kaputt, hindert es die Mundheilung. Ansonsten ist wichtig, wie gesagt, keine Milchprodukte. Wichtig hier keine Frischmilch. Ich sage immer so, dieses weiße Wasser, das wir heute Milch nennen, ist ja kein richtiges Milch mehr. Da sind keine Milchbakterien mehr drin. Denn die sind das Problem. Milchbakterien fühlen sich pudelwohl, sind lebender Organismus. Ich habe das selber mal, als ich mein Labrit vergessen hatte, das Frischmilch getrunken. Noch in der Nacht habe ich eine ganz dicke Lippe bekommen, pulsierend und warm. Sie haben sich einfach richtig wohl gefühlt und ja, deswegen keine Frischmilchprodukte. Lasst, wenn es geht, auch Joghurt. Wenn es unklar ist, lasst es weg. Aber theoretisch so weißes Wasser im Kaffee, das geht schon mal. Ja, Listerin, wie gesagt, 2 bis 3 Mal am Tag. Scharfe Sachen und Fruchtsäuren. Ist nicht schlimm, rate ich aber ab. Brennt nämlich, macht Aua. Werdet ihr auch merken, wenn ihr das Zungenpiercing frisch habt. Die Zunge wird sehr empfindlich. Manchmal kriegt ihr auch so einen farblichen Belag. Je nachdem, ob ihr Kaffee trinkt, wird er schwarz. Vom Listerin vielleicht ein bisschen grün. Diese Papillen, der Körper konzentriert die Wundheilung nämlich auf das Piercing und deswegen hört er auf, diese Papillen zu erneuern. Und deswegen kann es dann so eine pelzige Zunge ein bisschen werden, wie wenn man krank ist. Und dann kann die Verfärbung natürlich sein. Zähne putzen, Zahncreme kann am Anfang sehr schmerzhaft sein, also ein bisschen brennen, geht aber. Was ich immer viel wichtiger fand, wenn das heilt, dann fängt die Zungenspitze an zu jucken. Und ich habe dann mit der Zahnbürste noch ein bisschen gekratzt oder gejuckt, weil das wirklich die Zungenspitze kribbelt, wenn es heilt. Ansonsten, was sein kann, dass sich die Lymphknoten während der Wundheilung hier oder hier etwas anschwellen. Das ist ganz normal, weil der Körper einfach arbeitet und dann bildet der Körper Lymphflüssigkeit. Also Lymph ist immer ein Zeichen, dass was abtransportiert und arbeitet, ist also nicht verkehrt. Dass der Zungenpiercing oben oder unten am Gaumen reibt, kann auch sein. Da übrigens ein Tipp, ich hatte selber mal eine Kugel mit Glitzerstein geschliffen. Das habe ich sehr bereut, denn diese Kugeln mit Glitzerstein oben haben am Gaumen so gerieben, dass mein Gaumen so wie ein blauer Fleck war, dass ich nicht mal mehr einfaches Weißbrot essen konnte, so weh tat das. Einen der ekligsten Schmerzen, die ich hier hatte, wenn ihr es nicht gewohnt seid, macht erstmal normale silberne Kugel rein. Ihr könnt auch wegen Zähne natürlich Kunststoffkugeln reinmachen, dann macht ihr die Zähne unten nicht so kaputt. Das kann man eventuell auch machen. Ja, wie gesagt, Lymphknoten, es kann unten oder oben reiben. Die ersten 3 Tage ist es geschwollen, schwillt dann langsam ab. Das ist normal, nach einer Woche soll es gut sein. Und was ihr natürlich beachten solltet, keine körperfremden Flüssigkeiten. Ob Speichel vom Partner, Partnerin oder was auch immer, andere Körperflüssigkeiten, wenn es geht, natürlich bitte oder bitte vermeiden. Ja, denn das sind natürlich körperfremde Bakterien, das verträgt sich nicht so gut mit dem Piercing. Wenn es doch mal entzünden sollte, wichtig im Zweifelsfall immer zum Arzt gehen natürlich. Ja, sowas wie die Zunge fault nicht ab, da müsst ihr erstmal keine Angst haben. Wenn ihr rechtzeitig reagiert, passiert da nichts weiter. Was man machen kann, jetzt bitte nicht festnageln, Chlorhexamidfluid oder Beta-Isadonna-Mundspülung. Diese ist dann, wenn es entzündet sein sollte, ich glaube, das ist, bitte nicht festnageln, die grüne oder blau, ich glaube, die grüne ist für Mund. Damit einfach spülen. Ansonsten bitte im Zweifelsfall immer zum Arzt gehen, dann soll er euch entsprechend Antibiotika oder irgendwas verschreiben und dann ist es soweit okay. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt gerne über unsere Steve Pierce App
die ihr im App Store findet. Da habt ihr ein Kontaktfeld. Ansonsten hoffe ich, konnte ich euch etwas helfen damit. Abonniert gerne diesen Kanal bei YouTube auch. Und damit ich noch mehr solche Videos machen kann, ich werde in nächster Zeit noch für alle anderen Piercings auch solche Videos machen. Abonniert den Kanal, folgt uns. Und ansonsten viel Spaß bei eurem Zungenpiercing. Und wenn ihr Fragen habt, dürft ihr uns auch sehr gerne schreiben. Bis bald, meine Lieben. Steve Pierce, ich verabschiede mich.